Ja, gut, dann dürfen wir anfangen. Herzlich willkommen und schönen guten Tag in diesem Video. Normalerweise fange ich so an. Als YouTuber, Influencer, seit knapp einem Jahr auch aktiver Blogger, beschäftige ich mich mit dem Thema Diagnose-Influencer. Ich möchte euch heute ein bisschen beibringen, was Influencer sind, wie die ticken, wie die funktionieren, am Ende auch, wie so ein Influencer Geld verdient. Aber bevor es damit startet, gehört es sich, dass man sich vorstellt. Hätte ich die Präsentation von diese Friederike, glaube ich, die Pixelpatin, gestern schon vorher gekannt, wird die Seite jetzt ein bisschen anders aussehen. About me, ganz einfach, mein Name ist Mirko, ich bin Baujahr 77, Schnellrechner werden merken, ich bin gerade über die 40 geschossen, verheiratet, drei Kinder. Bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel eigentlich, habe dann aber ein bisschen das Thema gewechselt, bin zu einer Firma gekommen, die sich nur mit Linux-Systemen beschäftigt hat, bin also in die Open-Source-Welt eingetaucht, deswegen hatte ich gestern beim Pitch oder bei der Vorstellung Hashtag Open Source, liegt mir sehr am Herzen, liegt mir sehr nahe, auch ein Grund, warum ich WordPress geil finde. Und danach war ich beim IT-Hersteller für PC-Systeme, bin weiter im E-Commerce reingerutscht, dann war ich Software-Developer im Frontend-Bereich, würde ich mal so ein bisschen zuordnen. Aber am Ende hat mich dann meine Vergangenheit wieder eingeholt. Ich bin heute wieder Senior Support Manager im Westmünsterland bei einer E-Commerce-Agentur. Das einmal ganz kurz zu meiner Vita. Komme ich zu meiner ersten Frage, nee, zu meiner ersten Sache. Was macht mich dadurch aus? I love it. I love IT, wollte ich eigentlich sagen. Kleines Wortspiel. Das Ganze seit über 20 Jahren letztendlich. Jetzt ist die Frage, macht mich sowas als erfahrener ITler schon direkt zu einem Influencer? Ich glaube nicht. Bin gerade nach dem Twitter-Handle gefragt worden. Natürlich bin ich vertreten. Ich habe einen Blog, habe ich gerade erwähnt, clanfamily.de. Habe dort seit 2010 WordPress laufen. Ich habe gehört, es ist interessant zu wissen, wann man angefangen hat. Meine erste WordPress-Installation war WordPress 3.0. Ich habe vorher Joomla erfolgreich deinstalliert. Momentan ist es so, dass auf dem WordPress-Blog 250 Unique-Users im Monat bei mir aufschlagen. Ist nicht die Welt, aber ich habe auch gerade so eine Talfahrt, weil ich saisonabhängig bin ein bisschen. Werdet ihr gleich raushören, warum. Bin natürlich auch bei Facebook. Da habe ich ein Gentleman Agreement mit meiner Frau und meiner Familie. Facebook ist und bleibt privat. Das heißt, falls ihr auf die Idee kommen solltet, mich über Facebook zu suchen, wenn wir nicht unbedingt mehr als ein Bier getrunken haben, wird da nichts raus. Betreue aber bei Facebook auch im Social-Bereich drei Seiten für Gewerbetreibende und zwei Gruppen. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin YouTuber. Bei YouTube sieht es bei mir ein bisschen anders aus. Ich bin mit 1400 Abonnenten gerade diesen Monat über so eine magische Grenze geschossen. Ja gut, die Grenze ist eigentlich 1000 und die habe ich schon vor einem Jahr überbrückt. Das ist der Bereich, wo man als Influencer erstmals auch bei YouTube auffällt. Das heißt, man kommt in einen. Ja, bitte. Ja. Genau, wenn man. Ja, ich weiß nicht, ob da eine Filmserie so einen Markenschutz drauf kriegt. Ist ein Spitzname. Der wurde mir mal zugeteilt, weil ich so ein Typ bin, der irgendwie alles kann und seitdem heiße ich MacGyver für viele. Aber viele Freunde nennen mich nur noch Mac. Nicht iMac, sondern Mac. Und ja, dadurch ist der Channel so entstanden und man ändert so ein Brand einfach nach so einer Zeit einfach nicht so. Deswegen, ich hätte es lieber auf Clan Family gehabt, aber da habe ich damals noch nicht die Spürsinn für gehabt, das so einzunorden. Ich habe ein Credo in diesem Channel: Entdecken, ausprobieren, verstehen. Hat natürlich mit diesem ganzen Influence-Thema so ein bisschen zu tun. Ich entdecke gerne Dinge, ich probiere die gerne live vor der Kamera aus und verstehe die dann auch noch. Und wenn ich das verstanden habe, kann ich es besonders gut weitergeben. Und das ist das, was mir in meiner Arbeit als Influencer irgendwo wichtig ist. Ich möchte nicht einfach nur Produkte in die Kamera halten, nett aussehen, lächeln und sagen, hey geil, muss er haben. Sondern mir ist einfach wichtig, Inhalte transportieren. Ja, Twitter bin ich auch schon etwas länger dabei, aber nicht wirklich, bis jetzt habe ich nicht verstanden, wofür Twitter eigentlich ist. Das habe ich jetzt erst so kurz vor dem WordCamp entdeckt. Seitdem nerve ich euch regelmäßig mit irgendwelchen Fotos. Was? Was ist das? Ich bin das nicht. Doch, da. Alles gut. So. Ja, der Twitter-Kanal ist für mich eher so just for fun. Man connectet sich untereinander, so ein bisschen Networking. Ist also nichts, was ich für mich persönlich im Bereich Influencen sehe. Was ich brandneu entdeckt habe für mich, ist dieses Fotosharing mit Instagram. Auch da bin ich mit clanfamily.de verbunden. Für mich ist der Bereich eher was, wo ich Emotionen im Prinzip zeige. Wir sind, werdet ihr gleich feststellen, mit der Familie ziemlich viel in Freizeitparks unterwegs. Da ergeben sich sehr schöne Fotomotive und das bringt dann einfach wiederum Leute, die das liken. Ganz einfach.
das haben wir durch. So, man merkt eigentlich, ob ich nervös bin. Nee, ne? Gut. Ich habe gehört, Katzenvideos kommen aber ganz gut an. Ja, let's start the show. Influencer. Wichtig ist für einen Influencer die Reichweite. Das ist das A und O. Ohne Reichweite bist du kein Influencer. Wann ist man Influencer? Wie wird ein Influencer überhaupt kategorisiert? Darauf gehe ich jetzt als erstes ein. Ich habe das nicht selbst erfunden, sondern ich habe das lange Zeit nochmal gegoogelt, um mich einfach selbst zu reflektieren, zu wissen, wo ordne ich mich ein? Bin ich ein Influencer, weil ich jetzt 1400 Abos bei YouTube habe? Oder bin ich ein Influencer, weil ich da irgendwelche Produktreviews auch auf dem Blog fabriziere? Wann ist man Influencer? War gerade schon mal hier vorne eine Frage. Wichtig erstmal, es gibt Kategorien, die die Agenturen, die Influencer unterstützen, fast alle einheitlich definieren. Nano, Mikro, Makro und Mega sind da so die. Ja, Mega ist krass. Das ist eigentlich auch wieder so eine Wortmarke, glaube ich, von Dieter Bohlen. Aber darunter stehen Zahlen und wie gesagt, die habe ich nicht selber ausgedacht, sondern die habe ich einfach mal frei übernommen. Die Agenturen sind sich da relativ einig. Man spricht von einem Nano-Influencer, wenn man so im Bereich um die 5000 Follower liegt. Es gibt keine exakte Grenze, sondern das ist so ein bisschen eine schwimmende Grenze. Ihr seht die anderen weiteren Zahlenbereiche, 5 bis 100.000 im Mikrobereich. Man würde schon sagen, 100.000 ist schon ganz schön viel. Kommen sofort, ja, gesehen. Und Makros, die sind da natürlich schon sehr, sehr voluminös. Und dann gibt es die ganzen, die man immer im Fernsehen sieht, die sich da wirklich präsentieren, die Millionen von Followern haben. Die sind dann im Bereich mega zu treffen. Ich würde es pro Channel definieren, genau. Also das macht keinen Sinn zu sagen, ich habe hier 50, da 60, da 100.000, sind zusammen dann nachher, weiß ich nicht wie viel, aber es ist wirklich pro Channel, weil du wirst ja auch als Influencer für eine Zielgruppe gebucht eigentlich. Das heißt, wenn du Leute irgendwie akkreditieren kannst, dann hast du einen bestimmten Kanal, auf dem du das tun kannst. Vielleicht vermarktest du ja auch Kanäle unterschiedlich, wird man gleich bei mir auch feststellen. Und dann ist das klar, dass man so in so eine Schublade passt, das ist dann pro Kanal. Bei den Nanos ist es eigentlich relativ schnell erklärt, wenn man ein Nano-Influencer ist, dann ist man ein kleines Licht. Da würde ich mich persönlich jetzt auch zuzählen. Ein kleines Licht trifft eigentlich auch nur so eine kleine Usergruppe. Bedeutet aber nicht, dass ein Nano-Influencer uninteressant ist. Nach dem Motto, ja, ist ein Anfänger, der muss mal irgendwie gucken, dass er hochkommt. Nein, gerade diese kleine Gruppe ist interessant, weil man einen ziemlich guten Draht zu einer ziemlich speziellen Sorte Empfänger hat. Man kann also ziemlich gezielt an einen Influencer rangehen, der eine bestimmte Gruppe bedient. Bei den größeren sieht es ein bisschen anders aus. Von klein bis groß geht es eigentlich nur noch um Community, das ist die Masse. Da geht es wirklich darum, wenn du wirklich Masse irgendwas präsentieren möchtest, ein neues Label, neue Marke oder sowas in der Richtung, dann gehst du in den Massenbereich. Wenn du aber eine gezielte Personengruppe ansprechen möchtest, bist du in so einem Bereich Nano nicht unbedingt verkehrt aufgehoben. Wenn wir die Influencer mal ein bisschen runterbrechen, ich habe mal so ein kleines Rechenbeispiel mitgebracht. Nehmen wir mal an, wir hätten im Mittelwert so knapp 2% von denen, die dir folgen, die auf deine Postings reagieren. Das kann man anhand der Zahlen einfach mal so statistisch runterbrechen, ist halt nicht viel. Ich habe mal so ein Beispiel genommen, bei 3.000 hätten wir jetzt hier 2% sind glaube ich nachher 60 Leute. Wir haben 300.000, 1 Million. Das heißt 60 Fanreaktionen für ein Posting bei einem Nano-Influencer. Ist erstmal nicht so viel, aber in Anbetracht der Summe, die eigentlich dahinter stecken, schon wieder ziemlich interessant, Sekunde, weil du ja wirklich mit den Leuten noch interagieren kannst. Das heißt, dein Engagement, die Möglichkeiten, mit den Leuten noch weiter Interaktion zu betreiben, und das ist wichtig für den Influencer, das sinkt in Richtung Mega. Das heißt, am Anfang 60 Mann, die kannst du locker abfrühstücken und sagen, hey, super, Moment, ich habe noch eine Folie drunter, genau, kannst du locker abfrühstücken, die fallen überhaupt nicht auf, ja. Die kann ich, also alle, jeden, der ein Like gemacht hat, kann ich sagen, hey super, danke, dass du mich geliked hast, nächstes Mal wieder. Das wird schon bei Mikro ein bisschen schwieriger, bei Makro 6.000 Leute zu bedanken, dass sie sich für ein Foto bei mir irgendwie geliked haben, wird schwierig. Bei Mega brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, ich schreibe keine 20.000 E-Mails mehr. Das heißt, dein Engagement, was du investieren kannst in deinen Kanal, wird definitiv schwieriger umzusetzen, weil du im Nanobereich natürlich noch relativ eine hohe Quote hast, die du alleine schaffst. Gehst du in den Makrobereich rein, wird es extrem schwierig. Du brauchst am Anfang sicherlich reichen da ein paar Freunde, die dir helfen. Da reicht vielleicht eine Netzwerkgruppe, eine Initiative, irgendwas. Es gibt kleinere Netzwerke, die dich unterstützen, die auf deine Postings im Auge haben, die darauf antworten, wenn Leute Fragen haben oder sowas, die dir sagen, hör mal, da fragt einer, antworte dem mal, das könnte interessant sein. Die Interaktion mit den Leuten ist da unheimlich wichtig. Und je weiter das in Richtung Mega wandert, desto schlimmer wird es eigentlich. Irgendwann bist du in dem Bereich, wo du ein richtiges Team hinter dir brauchst
Und im schlimmsten Fall geht es hoch bis zu einer Agentur, bis zu einem Unternehmen. Von den Influencern, die ich so am Markt gesehen habe, die in dem Bereich mega sind, ist eigentlich ganz klar, keiner von denen ist mehr eine Privatperson, das sind Unternehmer. Das sind Unternehmer und da geht es auch um richtig Business Value. Da geht es richtig um Zahlen, da geht es um harte Verträge. Wenn einer im Bereich Millionen steht und er soll irgendein Getränk in die Kamera halten, der fragt nicht irgendwie, was willst du zahlen, sondern der sagt dir, was zahlst du als Werbetreibender. Ja, ein Posting bei mir kostet X. Das ist ganz knallhart, das ist richtiges Geschäft. Je weiter wir nach links gehen, desto dankbarer werden wir, wenn wir mal was reinhalten dürfen in die Kamera. Das heißt, ein Influencer, der alleine irgendwie ein bisschen was aus Liebe vielleicht macht, der freut sich mal, wenn er von so einem Chinesen eine Taschenlampe kriegt, so wie ich. Und hey, guck mal hier. Ja, ich habe mittlerweile 3 Taschenlampen-Reviews hinter mir. Langsam fängt es an zu nerven, aber die finden das irgendwie cool, dass man dann halt ein Produkt kriegt und dann sagt, hier, guck mal, hier habe ich gesehen, gibt es in Deutschland zu kaufen, kannst bei Amazon kriegen und so weiter. Das ist für die, okay, ich komme günstig an Taschenlampen durch mein Hobby. Geocachen habe ich natürlich da wieder Vorteil. Die Ware darf ich ja behalten. Ist also auch ganz nett. Und da kommen wir dann halt zu einer anderen Brücke hin. Ab wann wird sich das dann nachher lohnen? Das kommen wir gleich zu. Hast du eine Frage? Ja, und zwar zu den Fanreaktionen. Was ist damit gemeint? Also das, konkret. Ja. Die Likes. Oder ein Like. Tatsächlich die Kommentare. Richtige Interaktion. Die richtige Interaktion. Also ein Like kriegst du ruckzuck. Ich habe gestern Abend. Ich habe gestern Abend einen Test gemacht. Ich habe ein Foto bei Instagram hochgeladen mit dem Waipu und mit dem Schild, was wir gestern auf der Party hatten, habe ich ein Foto gemacht. Ich habe entsprechende Hashtags drunter gesetzt. Das war innerhalb von 5 Minuten hatte ich 24 Likes unter das Foto und die waren noch nicht mal in dem Raum, die Leute. Die waren einfach nur durch die Hashtags, haben das Foto gesehen, alles klar, ist cool, like ich. Das Likes kriegst du, das ist eigentlich nicht unbedingt wertvoll, ist nice. Aber nicht unbedingt, davon lebst du nicht. Du lebst davon, dass die Leute mit dir interagieren. Dass die am besten drunter schreiben, ey geil, da war ich auch schon mal. Und das ist mit Fanreaktion gemeint? Genau, 2%. Genau. Also diese 2% sind einfach an den Haaren herbeigezogen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, dass du attraktiver bist, dann hast du eine höhere Quote. Es gibt eine Möglichkeit, dass sie sagen, ja, ihr like mal mit und fertig ist. Das heißt, je nachdem, wie viele Leute du adressieren kannst, desto mehr Chancen hast du ja, dass du auch was zurückbekommst. Ein Like ist immer ganz gut, weil das renkt bei vielen Sachen mit. Wenn da irgendwie ein Like passiert, ist das okay. Aber wertvoller sind natürlich Kommentare. Kommentare, bestenfalls sogar noch Fragen, die du dann beantworten sollst. Und dann ist das, wo du irgendwann Hilfe brauchst, weil du mit den Fragen nicht mehr hinterherkommst. Hey Mann, wie war der auf der WordPress-Party? Ja super, gab's da Alkohol? Nein. Ja? Was? Achso, ja. Orga-Olli. Genau, sag ich ja. Die Likes sind zwar nice to have, aber die bringen dich nicht wirklich ganz nach oben. Sondern Interaktion und dann, wenn du dann selber als Influencer wieder darauf reagierst und dann kommentierst, und zwar was Sinnvolles möglichst. Ich habe auch Leute gesehen, die schreiben nur Danke drunter, Danke drunter, Danke drunter. Da machen die dann 70.000 Mal, ist total geil, finde ich nur langweilig. Kenne ich jemanden. Okay, kommen wir also zum nächsten Punkt, den ich eingebaut habe. Das sind nämlich noch 2 Punkte, die auch ganz wichtig sind, die einen Influencer ausmachen, nämlich die Relevanz und das Vertrauen. Ganz wichtig ist, du bist als Influencer ein Werbeträger. Willst du zumindest werden? Die Relevanz ist da ganz wichtig. Man kann das jetzt nicht in Zahlen fassen, finde ich. Ich habe einfach mal spaßeshalber so ein kleines Balkendiagramm drunter gesetzt, weil es kann für einen Influencer, der im Nanobereich ist, genauso wichtig sein, die Relevanz zu halten, wie jemanden, der hier oben im Megabereich hängt. Wenn er seiner Linie treu bleibt, dann bleiben die Leute ihm erhalten. Er ist sehr relevant für einen bestimmten Themenbereich, für den Content. Und was auch viel wichtiger ist, ist, dass wir das Vertrauen in den Leuten haben. Es macht keinen Sinn, es wird ein Praxisbeispiel, kenne ich jemanden persönlich von, der hat einen richtig coolen YouTube-Kanal, wo es nur um Freizeitparks geht, was man da erleben kann, welche Fahrgeschäfte es da gibt. Der fährt auf sämtliche Achterbahnen, macht Videos davon. Auf einmal kommt so ein Escape Room dazwischen. Die Reaktion von ein paar Leuten, ein paar haben geliked, ja, Cole, ist egal, was du machst, ich like alles. Ein paar waren total verstört, was macht der denn jetzt? Ist das relevant? Es ist nicht relevant. Gebe ich mal ein Beispiel, gehen wir mal nach Instagram. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt so verrückt und mache für Superfood Werbung. Oder alternativ hätte ich noch angeboten Fitness. Ist das Ganze relevant? Eigentlich nicht wirklich. Jetzt tausche ich mal die Hashtags und sag mal, lass uns mal Folgendes runterschreiben.
Das erste Bild ist entstanden in London. Man kann es vielleicht erkennen, es sind M&Ms. Das heißt, ich habe noch natürlich den Hashtag M&Ms. Ich habe Piccadilly hintergeschrieben. Das Foto bei Instagram mit dem Bereich Travel macht doch viel mehr Sinn und ist viel relevanter, als wenn ich jetzt das Superfood runterschreiben würde. Man muss also verstehen, was postet man. Genauso in dem Bereich, ja, ich gehe ins Fitnessstudio, man merkt es nicht unbedingt. Wer mich nicht persönlich kennt, weiß es nicht. Ich habe im letzten Jahr relativ viel Gewicht verloren, das krankheitsbedingt einfach. Für mich war es eine Challenge zu sagen, ich muss abnehmen. Abnehmen ist natürlich immer so ein Hype-Thema. Jeder will abnehmen, jeder möchte im Schlaf, ohne was zu tun, möglichst kostenlos abnehmen. Aber bei mir war es ein bisschen anders. Mich hat es einfach gewurmt, wenn ich als Familienvater mit der Familie im Freizeitpark gehe. Ich war immer der, der die Tasche aufgepasst hat, weil ich nicht in die Achterbahn gepasst habe. Ich habe also einen persönlichen Bezugspunkt. Und wenn man jetzt weiß, dass ich hier darum kämpfe, einfach in die verdammte Achterbahn zu passen, dann ist das eine ganz andere Relevanz. Und ich merke auch mit meinen Blogbeiträgen, die ich dazu verfasse, dass das einfach rankt. Es gibt mehrere Menschen, so habe ich gehört, die sollen übergewichtig sein und vielleicht sogar das gleiche Problem haben. Aber das habe ich einfach mal gelöst, indem ich denen sage, ja, ich bin zu dick für die Achterbahn, aber in welche passe ich denn mittlerweile rein? Ich spreche also auch offen darüber, wie viel wiege ich, welche Größen und Ausmaße habe ich, weil es ist ja immer so eine Frage, du stehst in so einer Achterbahnwarteschlange und du stehst dann und sagst, wieso passt der jetzt da rein und ich nicht? Ja, weil der einfach mal das nicht hier oben hat, sondern der hat hier oben, sondern der hat weiter unten sitzen, was weiß ich, Speck ist Speck, ist halt so. Ja. Geile Idee. Jetzt das machst du jetzt auf deinem Blog, ne? Zu dem die Achterbahn. Eines der Themen, ja. Ich habe einfach die Kategorie Freizeitparks und berichte da also auch Familienfreizeit einfach. Das heißt, wie kannst du mit der Familie im Freizeitpark übernachten, vielleicht drumherum, vielleicht eine Urlaubsidee, dass man sagt, ich fahre zum Beispiel zum Heidepark Soltau. Da kann man natürlich in diesem schönen, wunderbaren Hotel schlafen, was ich auch schon mal als Reisebericht hatte, also Pressereise. Man kann aber auch wunderbar in der Heide direkt vor dem Heidepark übernachten. Auch das habe ich verblockt. Also Alternativen, dass man sagt, ja, Freizeitparks kosten einen Haufen Geld, Freizeit ist teuer. Wie kann man da einfach günstig mit der vierköpfigen Familie hinreisen? Also meine große Tochter, die ist ja nicht mehr dabei, aber meine beiden Kleinkinder, wenn wir mit vier Leuten anreisen, da ist ruckzuck sind 400, 500, 600 Euro für so ein Wochenende weg. Und das kann man günstiger machen. Es gibt Möglichkeiten. Genau. Ein bisschen ja, weil ich natürlich über jede einzelne Achterbahn mittlerweile schreibe, die ich befahren konnte, wo das relevant sein kann. Also ich sag mal, in so ein Schlauchboot passt eigentlich jeder schon noch irgendwie rein, wenn er nicht wirklich zu breit ausfällt. Aber die Achterbahn, wo die Bügel schließen müssen, das habe ich einfach durch die Search-Konsole festgestellt, dass die Leute gezielt gefragt haben, wie dick Phantasialand Taron zum Beispiel. Das heißt, die wollten wirklich wissen, wann passe ich da rein? Weil es schreibt kein Freizeitpark sowas auf. Es gibt immer eine Mindestgröße, es gibt eine Maximalgröße vielleicht, aber nicht, wie viel Kilo du wiegen kannst. Es gibt weltweit eine Achterbahn, Name ist mir gerade entfallen, da gibt es Sensoren im Boden, wo die Personen, die gleich einsteigen müssen, gewogen wird. Und dann kriegt man nur eine rote oder eine grüne Ampel, wenn umsortiert werden muss. Weil das Gesamtgewicht des Fahrzeugs auch physikalisch relevant ist. Das heißt, wenn da Leute wirklich draufstehen und warten, so ich bin gleich dran, dann kommt einer für den Ride-Up und sagt, switch please. Und dann muss der eine noch nach vorne, damit das Gewicht nach unten zieht oder so. Also sowas gibt es einmalig, bis jetzt habe ich das gesehen. Und ja, Relevanz ist ganz wichtig. Und ich habe, danke für den Tipp Marvin, wieder eine Katze eingebaut. Wir machen, jetzt wird er rot, geil. Es geht also um Spannungsbogen, wir kommen weiter zur Relevanz. What's your story? Was ist denn relevant? Man kann überlegen, in welchen Themen man bloggen möchte. Es gibt verschiedene Blöcke. Ich habe zum Beispiel Fashion, Lifestyle, Food, Healthy. Das sind so klassische Themenblöcke, die man haben kann. Es gibt Entertainment, Hero Content ist überwiegend bei YouTube sehr beliebt. Das ist dann, wenn die zum Beispiel mit der Badehose im Winter vom Dach springen in den zugefrorenen See. Macht Klicks ohne Ende, ist total relevant. Ist halt so Hero-Zeugs. Oder wenn die dann so Superman-Outfit nehmen, ein fahrendes Auto herrennen. Das ist halt so Hero-Content. Music ist auch klar, wie viele Leute spielen irgendwas hinterher, machen da Musik und werden vielleicht auch Star raus. Für mich persönlich war eher so der Bereich Gaming, Technology, Travel und Family interessant. Gaming aus meiner Vergangenheit einfach, wir hatten nicht gespielt in meinem Alter. Mein Sohnemann fängt gerade damit an, der möchte unbedingt einen Minecraft-YouTube-Channel machen. Der ist jetzt 10. Ich muss also gucken, dass wir das mal irgendwie einordnen. Aber egal, was man macht, all diese Sachen führen dazu, dass ihr irgendwo auf diesen sozialen Welt irgendeinen Channel betreibt. Das heißt, wenn ihr was macht, müsst ihr euch überlegen, mit welchem Thema gehe ich überhaupt rein, weil irgendwas so mit Influencer kann man machen,
ist aber zum Scheitern verurteilt. Man muss ein Konzept haben, man muss sich was überlegen. Ich bin auch heute noch am Überlegen. Ich habe zum Beispiel durch die Workshops gestern einiges mit an Learnings mitgenommen, wie ich meine Startseite auf jeden Fall überarbeiten muss. Die Über-mich-Seite werde ich definitiv überarbeiten. Es sind viele Sachen, die ich einfach durch solche Camps wie hier mitbekommen habe und auch umsetzen möchte. Die Frage ist aber natürlich, warum macht man das Ganze überhaupt? Ist es zum Beispiel, weil man abenteuerlustig ist? Man macht also zum Beispiel Event-Promotion. Das kann so aussehen. Oder Vorteil, wenn man erst am zweiten Tag die Session hält, es kann auch so aussehen. Man kann aber auch eine andere Intention haben. Man macht das zum Beispiel, weil man Familienfreizeit irgendwie gut hat und dass andere Leute daran teilnehmen möchte. Das ist meine Familie, mit der wir unterwegs sind, im Moviepark Bottrop Germany. Zu sehen übrigens hier auf kleinfamilie.de. Und da kommt auch ein bisschen wieder die Relevanz rein. Wenn man sich das mal so anschaut, wir investieren sehr, 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 sehr viel in unsere Freizeit. Wir verzichten auf 2 Wochen All-Inclusive auf Mallorca, sondern wir investieren unser Geld mit der Familie, mit dem Spaß in den Freizeitparks. Da kommen einige Besuchszahlen zustande, mal mehr, mal weniger. Interessant ist ja nicht nur, wie viele Parks man kennenlernt, sondern auch, wie oft man die besucht. Wenn ich in meinem Heimatpark, im Moviepark, ich komme aus Förde, wenn man da mich antrifft, bin ich meistens bewaffnet wie so ein Star-Fotograf, weil ich viel mit Fotografie dann nochmal einbinde, das dann wieder bei Instagram wieder reingeht und so weiter. Und über die Instagram-Verbindung kriege ich dann wieder relevante Traffic zurückgeleitet auf meinen Blog. Das heißt, wir erleben Sachen, wir berichten darüber und das Ganze wird dann publiziert. Das heißt, da schließt sich so ein bisschen der Kreislauf. Wir haben wirklich die Möglichkeit, Leute auf anderen Kanälen anzusprechen, um den Traffic zu uns rüberzuholen. Was ich dann auch noch mache, sind solche Sachen, Produkttester. Das ist mein Sohnemann, der seinen neuen Schultornister testet. Wir hatten in der Serie bei meiner Tochter 3 Modelle, bei meinem Sohn 3 Modelle. Am Ende ist es nochmal einer geworden. Sowas bekomme ich zum Beispiel nicht gesponsert. Das muss ich in der Tat ganz normal selber kaufen. Dafür bin ich einfach noch nicht zu relevant für diese Werbetreibenden in dem Moment. Aber umgedreht, ich kaufe mir Dinge ja sowieso. Also warum soll ich nicht ein Video damit machen? Und wenn das Video einigermaßen gut geworden ist, habe ich die Resonanz, dass das auch entsprechend bei YouTube rankt. Und dadurch falle ich wiederum auf. Das heißt, da kommen meine zum Beispiel 1400 Leute her, die gesagt haben, da bleibe ich mal dran, der macht coole Videos, mal gucken, was dann noch so kommt. Manchmal springen welche ab, manchmal bleiben sie da. Die Motivation ist allerdings eine Frage. Und da bin ich froh, dass ich in der letzten Woche ganz frisch bei Instagram einen Blogpost gefunden habe von einer, ich sage jetzt mal Kollegin, die ich flüchtig kenne, das ist die Patricia aus Duisburg, die hat den Mums-Blog und sie hat auch eine Motivation. Das ist ihre Motivation, das hat sie gerade frisch gepostet. Sie hat sich einfach Ziele gesetzt, bestimmte Metriken zu erreichen. Und das ist natürlich mit dem Hintergrund verbunden. Patricia ist eine von den Müttern, die den Job als Mutter sehr gut bis jetzt gemacht haben, aber so langsam mehr Zeit wieder für sich finden. Und sich überlegen, was mache ich mit meiner neu gewonnenen Freizeit? Die Kinder werden jetzt größer, die können was machen. Mit dem Arbeiten haut es bei ihr einfach aus verschiedenen Gründen nicht so hin. Sie hat sich also gedacht, lass mich doch einfach mal mit Influencern Geld verdienen. Und das funktioniert im gemeinsamen Gespräch bei ihr sehr gut. Das bin ich auch sehr froh, dass es passt. Ich freue mich über jeden, der Geld verdienen kann, weil wir investieren dort nicht einfach nur aus Sucht und Existenzangst, sondern weil wir Spaß dran haben. Das ist ein wichtiger Faktor. Wenn man sich zum Beispiel hier vorne gerade eine Statistik anschaut, ich habe hier vorne so eine ganz steile Kurve. Da sind mal eben kurz innerhalb von 2 Tagen 200 Leute dazugekommen. Das übrigens sind Netzwerkverknüpfungen. Das heißt, wenn ich jetzt heute hier einen Post absetze und einen bestimmten Contributor oder jemanden von der Community mit dem Hashtag versorge, der sehr bekannt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gut gegeben, dass ich damit partizipieren kann und dass Leute sagen, ach, den habe ich da gesehen bei WordPress, ich edde den mal, du hast mich abonniert, weiß ich. Und das ist halt so ein Nebeneffekt, da wächst man immer ein bisschen mit. Und dann ist auch die Motivation für mich, ich habe gerne Spaß. Meine beiden Kinder auch. Spaß ist eigentlich sowas, ja bitte. Bei der Patricia? Moment. Achso, ja. Sie hat von einer sehr bekannten Influencerin ein Posting nicht wiederholt, sondern sie hat sie geedit mit dem Hashtag und mit der Ad-Verknüpfung und hat auf ein Thema bezogen, was die andere Instagrammerin auch sehr erfolgreich macht. Also die andere Instagrammerin, die ist schon im Bereich mega angegrenzt, würde ich sagen. Und das ist einfach so ein Seiteneffekt. Du hast jemanden, ich sag mal, wenn ich jetzt fällt mir gerade keiner ein. Hier die bekannte Bibi, die hier bei YouTube ganz groß ist. Wenn ich die jetzt verlinken würde,
und ihre Fans kriegen diese Verlinkung mit, dann gucken ein paar Prozent von denen auch kurz, wer ist denn das, wer hat da was geliked, was er mit demselben Bild gemacht hat. Also sie hat, glaube ich, dann einen Restaurantbesuch gehabt, wo ein Essen schon, und das war der Gag dieses Restaurants, influencer-technisch gut angereichert präsentiert wird. Das heißt, da kriegst du nicht einen Teller hingestellt, zack, Messer und Gabel, sondern es wird auf so einem Holzbrett serviert und dann wird da schon mit Shishi drumherum und Deko, so dass du quasi direkt ein Foto machen kannst und bitte mach einen Hashtag drunter. Das hat sie gemacht und hat dann für wohl anscheinend den Tipp, den sie von dieser Influencerin gekriegt hat, das dann verlinkt. Und damit hat sie dann diesen Sprung auf einmal gekriegt. Ich habe also nachgegoogelt, ich habe sie gefragt, hör mal, was hast du denn da gemacht? Und da sagt sie irgendwann, weiß ich gar nicht, was habe ich denn da gemacht? Und dann haben wir zusammen nachgeguckt und festgestellt, das war dieses eine Bild, wo sie einfach nur ein Essen fotografiert hat und jemand anders verlinkt hat, nach dem Motto, hey, danke für den Tipp für dieses Restaurant. Auf einmal macht das, wuff. Finde ich einfach nur geil. Ich habe noch eine Frage. Ja? Dieses influencer.db.com, was ist das? Das ist eine von verschiedenen Plattformen, die dir sagt, wo du gerade stehst. Kostenfrei, deswegen auch verlinkt. Gar nicht mal. Du gehst einfach auf die Seite, ist wie eine Suchmaschine, suchst nach dem Influencer oder nach dem Tech und kriegst eine Auswertung, was so in letzter Zeit gelaufen ist. Das ist die kostenlose Variante, wo du gute Übersicht kriegst, einfach mal so einen Eindruck verschafft kriegst. Da gucken sich auch irgendwelche Werbetreibenden deinen Kanal an. Genau. Also vielleicht nochmal so am Rande erwähnt, Hashtag Werbung. Ich habe so den einen oder anderen Link in meiner Präsentation drin, der vielleicht wertvoll sein kann für Leute, die sich da interessieren. Also das ist wie gesagt eine Datenbank. Ich bin zum Beispiel noch nicht drin gelistet, weil ich mit Instagram einfach zu unauffällig bin. Ich bin da noch dreistellig, das juckt keinen Menschen. Nee, die machen nicht nur Instagram, genau. Aber jetzt in dem Beispiel ist es halt das, der Bereich Instagram. Richtig. Das ist wahr, kommen wir auch gleich zu. Patricia ist wirklich mittlerweile, neben dem, dass sie noch das Muttertagesgeschäft hat, ist sie auch natürlich jetzt mittlerweile wirklich Influencerin. Da heißt, jede Urlaubsreise, die sie irgendwie hat, hat irgendeinen Influencer-Hintergrund, ist auch fast immer gesponsert in irgendeiner Form. Ob das jetzt der Caravan war, den sie letztens für eine Italienreise gekriegt hat, sie musste natürlich nur selber nur noch die Reise bezahlen, also sprich Fahrtkosten tragen, aber der Caravan war geliehen, geschenkt quasi für die Woche. Tolle Bilder und so, das ist das, was Influencer ausmachen. Du kannst in einer kleineren Größenordnung schon so viel Benefits für dich einziehen, macht Spaß. Und da bleiben wir natürlich wieder bei der Motivation, warum machen wir das? Spaß habe ich gerade schon gesagt, ich mache es auf jeden Fall auch Spaß, weil dafür, dass ich damit reich werden würde oder richtig Geld verdienen würde, dafür investiere ich viel zu wenig Arbeit, ganz ehrlich. Also ich bin jemand, der macht das wirklich nebenbei, weil er Bock drauf hat, aber man macht es auch ein bisschen wegen dem Kickback. Das heißt, bleiben wir mal ganz klar dabei, Moment, so. Es ist wirklich so, dass man ja Geld verdienen kann. Hier bin ich im YouTube-Space in London. Ich habe gerade mal erwähnt, 1000 ist so die magische Grenze. Ab da nimmt dich YouTube das erste Mal wirklich wahr als Partner. Das heißt jetzt nicht, dass sie dich mit einem silbernen Wagen abholen und sagen, komm, wir laden dich jetzt ein. Also ich durfte schon noch selber anreisen nach London. Aber es ist einfach mal cool, dass du als neuer YouTuber mit 1000 Leuten im Anhang, also 1000 Fans hast, dass du da einfach mal loslegen kannst. Und zu gucken, wie machen die Großen das? Die YouTube Space Centers, da gibt es auch in Berlin eins, da war ich auch schon, die werden zur Verfügung gestellt für YouTuber, die eine bestimmte Grenze erreicht haben an Abos. 10.000. Das ist eine ziemliche Menge erstmal, aber da kann man einiges mit erreichen. Das heißt, wenn wir jetzt da kurz drauf gucken, ihr seht, wie ernst ich das eigentlich oder nicht ernst ich das mache. Ich habe jetzt seit wirklich diesem Monat erst die 1.400 gesprengt. Ich habe nur seit 2012 39 Videos produziert. Das ist eigentlich Pillewitt. Wenn man sich überlegt, dass hier die großen Schälen, ja, jetzt Freitagabend 18 Uhr das nächste Video oder die ganz verrückten, morgen Abend 18 Uhr kommt wieder ein neues Video und die posten jeden Tag irgendwas. Und das ist viel Arbeit. Und wenn ich mir anschaue, was dabei rauskommt, ich habe in den letzten 28 Tagen im Durchschnitt habe ich öfter so diesen Wert um die 26.000 Spielminuten erreicht. Das ist die Reichweite, die ich eigentlich habe, weil das Abo ist erstmal nur der erste Kredit, den du hast. Die Leute müssen das Zeug auch noch gucken. Und wenn die dann das lange gucken, dann ist es erst wertvoll. Weil wenn einer abschaltet, kriegt er keine Werbung zu sehen. Werbung ist natürlich klar, ich habe alles monetarisiert, das ist das Zauberwort. Und ich habe inzwischen über 533.000 Zuschauer, würde man sagen, gehabt. Das ist immer da, wo ich sage, ja, nicht schlecht, cool. Ja. Sobald du den Stream startest. Also wenn einer reinguckt, sich erschreckt, wollte ich gar nicht weg.
dann ist der trotzdem gezählt worden. Deswegen die Zuschauer ist, sage ich mal, eine schöne Zahl, schön groß, kann man immer schön mal am Tisch klopfen. Aber wichtig sind wirklich die Spielminuten. Und da merke ich zum Beispiel, wenn ich meine Videos mache, ich muss mich da echt manchmal zusammenreißen. Ich gehe sehr gerne in die Tiefe. Ich reiße immer an, ziehe Leute mit rein und werde dann detaillierter. Und da wird das schwierig, dann, dass Leute folgen. Wenn einer 45 Minuten ein Video von mir gucken soll, der ist echt tapfer. Das funktioniert beim Blog dann ein bisschen besser. Auch da habe ich eine Kontrolle, wie weit scrollen die Leute runter, wie weit lesen die den Beitrag mit. Da habe ich eine deutlich bessere Qualität. Ja, ich habe noch mal kurz eine Statistik reingeschmissen, ganz aktuell, die habe ich heute Nacht noch reingehämmert. Das waren die Echtzeitdaten der letzten 48 Stunden. Also man sieht schon, es passiert was. Es sind technische Themen bei mir. Epson Eco-Tankdrucker, da habe ich Produkttests zugemacht in mehreren Teilen. Das war mein, bis jetzt heute immer noch, das eines der ersten Videos, die ich gemacht habe, das seit 2012 immer noch rankt. Und hier oben richtige Schulranzen ab 5. Klasse. Klar, wir haben demnächst wieder Einschulung. Die Eltern interessieren sich dafür, die gucken sich die Rucksäcke an. Was sind die Unterschiede? Und man möchte einfach beraten werden. Das Ganze geht allerdings nicht. Nächste Katzenvideo. Ohne harte Arbeit. So, kommen wir zur Magic. Ich verrate euch jetzt das Geheimnis, wie man Geld macht. Wow. Die große Frage ist schon mal, auf welchem Kanal ist man unterwegs? Ich habe ein bisschen Zeitgefühl verloren gerade. Wie weit haben wir? 10 Minuten? Schaffe ich. Noch 30 Folien. Nein. Auf welchem Kanal ist man erstmal natürlich unterwegs? Das heißt, ist jetzt YouTube das Richtige? Ist ein Blog das Richtige? Ist Insta, Twitter, whatever? Gibt so viele Kanäle. Welche Reichweite habe ich dann da drin und welche Resonanz kriege ich auf meine Beiträge? Welche Art der Monetarisierung wähle ich? Und das ist jetzt das, was ich gestern im ersten Moment, da war ich so ein bisschen geschockt, sage ich, ach du Scheiße, jetzt erzählt er das schon, das wollte ich doch eigentlich vortragen. Ich war gestern bei dem Workshop vom Thomas Müller, Marketingmaschine, war auch jemand von euch da? Marketingmaschine? Ja. Der hat gesagt, wie er Geld verdient hat. Er hat einen ziemlich großen Wortspiel-Blog gehabt und da ging einiges an Traffic drüber, in Millionengröße halt. Aber er hat auch ganz klar gesagt, dass, wo er gemerkt hat, was am schlechtesten Umsätze macht, das ist nämlich das Netzwerk Google AdSense. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Wenn du da nicht über Masse gehst, vergiss es. Verschenk diese Werbefläche nicht. Wir haben uns beide, also Marvin und ich, wir haben uns das beides selber mal angeschaut, gesagt, also eigentlich ist es zu schade. Du hast einen schönen Blog, du machst dir den Kopf um Grafik, jetzt kommt Google AdSense, will dir jetzt noch den besten Platz quasi klauen, damit sie direkt die ganze Seite zuklassen mit Werbung und kein Mensch klickt drauf. Da muss er erst so und so viel 1000 Leute haben, damit er dann irgendwann mal 10 Cent rauskriegt. Ist nicht sehr effektiv, aber für YouTube ist es definitiv die einzige mögliche Einnahmequelle. Und da muss ich auch sagen, ich darf zwar nicht über konkrete Zahlen sprechen, aber mein Wochenende hier heute, das hat komplett meine Einnahmen aus YouTube gedeckt und das mit nur 30 Videos bei den paar Leuten. Also könnt ihr euch vorstellen, was da kommt. Vertraglich gebunden. Wenn das irgendwo jemand mitkriegt, ja, YouTube. Das ist von YouTube als Partner unterzeichnest du, dass du über deine Einkünfte komplett schweigst. Ja. Ja. Deswegen müssen wir das dann nachher beim Kaffee klären. Dass man es verschweigt. Ich glaube, dass sich einige Leute vielleicht benachteiligt fühlen, wenn sie wissen, was sie wirklich verdienen. Es gibt da sehr viele Mythen um diverse YouTuber gerade. Wer was wie erfolgreich ist, der eine hat 1 Million, der andere hat 2 Millionen. Warum verdient der mit 1 Million jetzt mehr als der mit 2 Millionen? Dann versucht ihr mal zu erklären, dass zum Beispiel Sendeminuten, Inhalt, Reaktion oder was alles eine Rolle spielt. Und da diskutieren die einfach bei YouTube nicht. Du kriegst das, was die dir sagen und damit ist Punkt. Und ist natürlich auch klar, dass du eine andere Ausschüttung hast. Wenn du höher eingestuft wirst, also im Bereich Mega-Richtung hochgehst, kriegst du auch mehr Prozente ab von diesen Werbeeinnahmen, als wenn ich jetzt da als Nano-Influencer da mal so ein Video hochlade. Das sind Cent-Artikel oder Cent-Preise quasi, die sich aber im Laufe des Jahres einfach interessant zusammenrechnen lassen. Ja, also es reicht für so ein Wochenende wie hier, samt Hotel, samt Anreise. Und vielleicht gehe ich auch noch mal eine Pizza essen mit meiner Familie, mal gucken. Was dann deutlich geiler ist das hier, Advertiser. Advertiser hat der Thomas gestern auch erwähnt. Da hast du den Vorteil, dass du eine gezielte Partnerschaft hast. Das heißt, du kannst dich beim Amazon Partnernetzwerk zum Beispiel anmelden, bei Affiliate oder Trade Tracker sind so ein paar Beispiele. Du kannst dich bewerben bei einem, der sagt, ja, ich möchte gerne Traffic auf meine Seite kriegen, ich habe geile Produkte. Dann suche ich aus, das Produkt, was der vertreibt, das passt zu mir, das passt zu meinem Blog, das passt zu dem, wo ich Werbung machen kann.
ich hole mir diese Partnerschaft. Dann muss ich auch noch akzeptiert werden. Das heißt, ich kann mich an einer Stelle kann ich mich bewerben und sagen, hallo, ich bin Influencer, ich habe Werbefläche, ich habe Traffic, hast du Bock, dass ich einen Banner bei mir schalte? Und da ist es dann so, hier ist es, dass du meistens Provision bekommst, wenn Verkäufe stattfinden. Also bestes Beispiel ist Amazon Partnerprogramm, dürfte eigentlich jeder kennen. Wenn da jemand auf einen Link draufklickt, Produkt habe ich dann irgendwie daneben gestellt, sagen wir mal, ich mache jetzt Reiseblog gerade und ich habe eine neue Kameratasche gekauft und die ist total cool, weil die hat so viele Fächer. Dann lasse ich die über Amazon verlinken, habe die in meinem Blogbeitrag mit eingebaut und dann ein Bild da drauf. Wenn du draufklickst, bist du auch direkt da, wo du sie kaufen kannst und ist auch richtig günstig und so. Und schon habe ich dann jemanden, der einen Klick gemacht hat, wo hinterher ein Verkauf stattfindet. Das Schöne bei Amazon ist für mich einfach, dass dieses Klicken auf so einen Werbelink ein paar Tage gültig ist. Und solltest du erst in 5 Tagen eine Zahnbürste bei Amazon kaufen, kriege ich trotzdem dafür eine Werbekostenerstattung. Wichtig ist, das muss man erwähnen, dass das ein Affiliate-Link ist, dass ich damit Geld verdiene, also impressumsmäßig und so weiter, ne, unter den Beiträgen. Man darf es also nicht verstecken und sagen, jo, gehen wir da. Es kostet ja auch nicht mehr für denjenigen, der es nutzt, also derjenige, der was kaufen möchte, der kriegt immer auch denselben Preis, wenn er nicht genutzt hätte. Ich kriege einfach nur eine Werbekostenrückerstattung. Bitte. Ja, ich habe mir das jetzt nicht genau gemerkt. Ein paar Tage, was weiß ich. Nee. Um ja. 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 Gerade wenn die ihre Programme ändern regelmäßig. Aber bei mir war es ganz interessant, wenn ich jetzt über Freizeitparks berichte und ich habe da irgendwelche Sonderaktionen mit Tickets zum Beispiel, vergünstigte Tickets. Das ist immer so eine fortlaufende Aktion. Das bindet sich immer automatisch ein, wenn es gültig ist. Also von daher ist es ein gutes Mitnahmeprodukt für mich, was ich einmal initiativ einbaue. Der Aufwand ist moderat. Wenn man sich ein bisschen damit auskennt, ist es einfach. Wenn man gar keine Ahnung hat, dann sitzt man vielleicht eine Stunde, bis man es drin hat. Aber wenn es einmal läuft, dann läuft es. Ne? Meistens ist es so, dass man nur Code einbinden muss. Letzte Möglichkeit, und das ist die Kronjuwelengeschichte, Direct Marketing. Es gibt nichts Geileres, als wenn ein Hersteller auf dich zukommt und sagt, ey, du machst Outdoor-Geschichten, ich habe hier total tolle Schuhe, die musst du unbedingt mal tragen. Das gibt es natürlich Möglichkeiten, wo man sich als Influencer eintragen kann, wo man verschiedene Programme dran teilnehmen kann, man gibt ein Profil an, man sagt, wer man ist, was man macht. Und hier ist wirklich die Möglichkeit zu sagen, hier, ich biete dir eine Chance, bei mir zu werben, ich bin für die und die Kategorien. Bei mir ist wieder Familie, Freizeit, ein bisschen Outdoor, Produkttests, technische Sachen. Und das finden die total gut. Schnell, habt ihr ein Foto gemacht? Ja. Schnell zusammengefasst einfach. Das Netzwerk, da hat man wenig Einfluss drauf. Es ist eine automatische Einbindung und durch die Masse wird es erst richtig lohnenswert. Wir haben bei den Advertisern gezielte Partnerschaften. Mit Aufwand kann man das Ganze ein bisschen implementieren. Und der Umsatz ist an die 5 Minuten, danke. Die Vergütung ist an den Umsatz gekoppelt. Gegensatz zum Direct Marketing, da habe ich ziemlich exakt den Match des Partners. Man weiß genau, was man voneinander möchte. Man hat also eine gezielte Position, wo man wirklich sagt, hier, wir haben einen Vertrag miteinander, du setzt was in bestimmten Art und Weise um. Das kann ein Blogbeitrag sein, in dem ich zum Beispiel, meine Kinder sind jetzt wie gesagt 8 und 10 Jahre, der letzte Kinderwagenkauf ist ein paar Tage her, aber ich habe vor knapp einem halben Jahr einen Beitrag veröffentlicht, wo es um Kinderwagen ging. Ein polnischer Hersteller wollte mit seinen Modellen in den deutschen Markt rein. Ja, dann habe ich dem eine Werbeanzeige verkauft auf meiner Seite. Aber das Allergeilste, das kommt jetzt. Allein dadurch, dass ich, ungelogen, von Förde nach Osnabrück, die 160 Kilometer zum Meetup gefahren bin, haben sich für mich so weit gelohnt, dass ich das hier kennengelernt habe. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das? Setzt ihr das vernünftig ein? Geht so. Ich habe gestern eine erschreckende Nachricht gehört, da sagte mir einer, für 10 Euro mache ich den Aufwand nicht. Guck mal wieder rein. Liegt anders. Die VG Wort ist eine Verwertungsgesellschaft. Im Fachdeutsch heißt es dann, verwaltet die Tantiemen aus Zweitvermarktungsrechnungen und Sprachwerken. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, ist eigentlich egal, warum die uns Geld geben wollen, ich nehme es gerne. Blogger sind als Autoren anerkannt worden mittlerweile. Das ist schon ein paar Jahre her, das machen die irgendwie seit 2007 oder sowas. Die haben da extra ein Meldesystem für Texte im Internet, auf Internetseiten. Man merkt schon, es wird ziemlich juristisch, das Ganze. Es ist ziemlich hoher Aufwand beim ersten Mal, sich durchzulesen, wie das funktioniert, wie man sich anmeldet. Aber wenn man dann erstmal drin ist und das funktioniert, dann ist es richtig cool, weil jeder Blogger kann dran teilnehmen. Man kann Seiten, Beiträge, PDFs zum Beispiel, solange die frei verfügbar sind,
da anmelden. Und das sind Voraussetzungen, die die setzen. Du musst Inhalte kostenfrei erreichbar halten. Das heißt, wenn du so eine Fanpage hast, wo du sagst, du musst dich erst anmelden, damit du an meine Inhalte kommst, dann bist du raus an der Stelle mit dem Beitrag. Alles, was erreichbar ist, kann da dran gemacht werden. Die Mindestanzahl von Besucher brauchst du, da es sich um deutsche Verwertungsrechte handelt, zählen auch nur deutsche Besucher. Unique.de ist nicht Page-Views, sondern es sind wirklich Besucher, die deine Seite besuchen. Es zählt allerdings, wenn einer heute kommt und der kommt morgen, ist er wieder ein neuer Besucher. Das zählt wohl. Mindestumfang 1800 Zeichen inklusive Leerzeichen. Das heißt, wer nur einen SEO-Text da rein postet, der wird nicht lange erfolgreich sein damit, sondern der muss schon auch ein bisschen was schreiben. 1800 Zeichen, nicht Wörter, ist auch ganz gut. Und er muss technisch gesehen das Zählpixel korrekt eingebunden haben. Das sind die technischen Voraussetzungen dafür. Das Coole ist, es gibt natürlich für WordPress ein Plugin dafür. Es gibt sowieso zwei dafür. Ich habe das Prosodia, so rum, ich muss mir mal immer merken. Und man sieht auch hier schon, wo ich das alles einbinden kann in meinen Beiträgen entsprechend. Da auch zu dick für die Achterbahn. Ja. Das heißt, meine Beiträge habe ich alle darauf so runtergeschrieben. Ich bin jemand, der immer gerne viel und lange schreibt. Ich habe die alle so eingebunden, dass man diese Sachen wirklich erreicht. Ich habe ein paar Beiträge nachoptimiert, wo ich gesehen habe, 1400, komm, die 100 schaffst du auch noch. Habe also nochmal ein bisschen nachkorrigiert. Und das Ganze lohnt sich so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe gerade Talfahrt, weil es ist keine Freizeitparksaison. Ich habe also ein Grundrauschen momentan von so knapp um die unter 200 hier. Es geht in der Saison deutlich rauf in Richtung 500. Das heißt, diese 1500 Besuche im Jahr schaffe ich durchaus. Und wenn jemand in diesem kleinen Format eigentlich wirklich einen Blog hat, der diese Besucherzahlen hat und das noch nicht einsetzt, dem gehört eigentlich auf die Hand gehauen. Ja. Nein, nicht verknüpft. Du kannst bei der VG Wort. Ja, du hast eine Trackingliste. Das heißt, du bekommst eine Pixel-Tracking-Code-Liste runtergeladen, eine CSV-Datei, die kannst du einlesen und das Plugin bietet dir automatisch an, hier kann ich einbauen, wenn du möchtest. Es bietet dir an, dass es sich auch lohnt, weil es ist verfügbar dafür, sowas in der Richtung, kontrolliert es so ein bisschen. Ne? Also du importierst die Excel-Datei? Ja, genau. Und dann wird das automatisch eingebunden in meinem Blog und jedes Mal, wenn dann ein Besucher ist, wird das gemeldet an die VG Wort. Wichtig ist, Impressum bitte, eine Datenschutzerklärung erweitern, kommt dazu. So, ich habe noch zwei, stopp, okay, ich habe zwei Folien noch, glaube ich. Zack, das heißt, die Ausschüttung, die Ausschüttungsquote, ich habe vorhin gesagt 10, die ist mittlerweile für 2018 auf 2017 auf 29,40 Euro hochgegangen. Das heißt, um noch mal ganz klar zu machen, wenn ihr einen Blogbeitrag habt, jeder Beitrag zählt, der die Voraussetzung hat, immer wieder, jeden Tag, jeden Monat und das Geilste ist jedes Jahr. Wenn ich also vor 3 Jahren einen Beitrag, der schon gezählt worden ist, geschrieben habe und der rängt immer noch mit diesen Voraussetzungen, wird der immer noch vergütet. Jedes Jahr. Deswegen finde ich das Bild so geil. Yeah. Finde ich aber. So, letzte Folie, damit bin ich auch durch. Falls ihr noch mal irgendwie Fragen habt, es gibt so viele Kanäle, wo man mich erreichen kann. Seit gestern Abend auch im Slack-Channel von WordPress. Ich habe mich noch mal eben angemeldet. Hey, genau. Und dann sage ich einfach vielen Dank. Wenn noch Fragen sind, ich bin gleich gerne noch für euch da. Dankeschön.